Deutschland fährt nach Frankreich nächstes Jahr zur Europameisterschaft. Das ist die gute Nachricht vom letzten Qualifikationsspiel gegen Georgien gestern in Leipzig. Auch deswegen, weil Thomas Müller beim Elfmeter mal wieder cool blieb, Jérôme Boateng hinten abräumte und Manuel Neuer beim wackeligen 2:1-Sieg eine starke Partie lieferte. Rund 700 Kilometer östlich machte Robert Lewandowski in Warschau Platz 2 und damit die Qualifikation für seine Polen klar. Levi erzielte mit einem knackigen Kopfball das 2:1 gegen Irland und stellte mit nun 13 Treffern den Rekord in der EM-Qualifikation ein. Jetzt gemeinsam mit dem Nordiren David Healy, der das Kunststück 2008 fertigbrachte. Die Nationalspieler waren heute noch unterwegs und regenerierten. Andere wie David Alaba, Thiago, Arturo Vidal, Douglas Costa und Joshua Kimmich sind gar noch im Einsatz. Und dennoch begann Pep Guardiola die Woche natürlich mit einer ersten Einheit und mit Jan Kirchhoff, der nach einer Achillessehnenoperation zum ersten Mal seit 5 Monaten wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnte. Willkommen, Jan. Und auch Juan Bernat trat nach seinen Adduktorenproblemen erstmals wieder gegen den Ball. Nicht mit auf dem Rasen war heute Arjen Robben, der seine Belastungen im Leistungszentrum dosierte. Schöne Ehre für Mehdi Benatia. Der Marokkaner steht im ersten Aufgebot für die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres. Die begehrte Auszeichnung sicherte sich in den vergangenen 4 Jahren Yaya Touré von Manchester City. Die U17-Junioren des FC Bayern sind in der Bundesliga Süd-Südwest einsame Spitze. Im Spiel gegen Mainz gelang ein 5:0-Erfolg. Der Top-Torjäger Manuel Winsheimer erzielte die ersten beiden Treffer. Den Schlusspunkt setzte Kapitän Adrian Fein. Es war der 8. Sieg im 8. Spiel für das Team von Trainer Tim Walter. Da liest sich die Tabelle doch wunderbar, makellos mit 5 Punkten Vorsprung auf Stuttgart und den KSC. Und die Frauen des FC Bayern mussten sich in Jena erstmals mit einem Unentschieden zufrieden geben. Christy Mewes brachte das Team zwar in Führung, danach gelang dem Gegner der Ausgleich zum 1:1 Endstand. Dennoch bleibt der Titelverteidiger ungeschlagen an der Tabellenspitze, 1 Punkt vor Verfolger Frankfurt. Und am Mittwoch steht bereits das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Twente an. Los geht's um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße.